Hat die BH angerufen und dann hat sie im Kasten, Volksschule Rettenbach ist auch platzfrei. Sehen Sie sich drüber aus, hat sie im Kasten. Und dann hat gesagt, ja, freilich. Dann bin ich natürlich gleich aufgefahren. Zuerst haben wir die Schule gesucht, weil es war nicht einmal eine Anschrift, Volksschule oder so. Und habe das Haus gesehen und war echt begeistert. Das hat mir jetzt vom ersten Anblick an irrsinnig gefallen. Ich habe weder Angst vor Dunkelheit noch vom Alleinsein. Ich mein, das heißt nicht, dass ich mir jetzt so einen Eigenbrödler irgendwo entwickle. Mir geht ja da nichts ab da oben. Das ist wirklich Stille, du hörst nichts außer dem Bach da draußen. Und der Wind halt, der dann durch die Bäume pfeift. Aber sonst gar nichts. Das ist, und dann schaust du auf aufs Firmament und dann siehst du die Sterne und quasi die ganze Weltkette. Also das ist sowas von bereichernd eigentlich. Rettenbach im oberen Mölltal, unweit vom Großglockner. Der Bergbauer und Religionslehrer Franz Rieslecker betreibt eine Schafzucht, hat Schweine und Rinder und produziert Lammfleisch, Würste, Käse, Butter und Brot. An die 150 Menschen leben hier auf 1200 Meter Höhe, verteilt auf etwa 20 Höfe. So, ich bin da aufgewachsen auf dem Hof, ich bin da geboren. Sehr wichtig ist für mich, dass ich das weiter tun kann, was meine Vorfahren gemacht haben. Und das Wichtige ist für mich auch, dass ich mit meiner Familie ein bisschen von dem leben kann und da arbeiten kann, was meine Eltern, meine Großeltern und Urgroßeltern geschaffen haben. Und das ist auch in weiterer Folge immer wichtig, dass man gesunde oder in etwa gesunde Lebensmittel besser gesagt, selber zeigen kann und davon immer leben kann. Es ist manchmal vielleicht auch idyllisch und mir gibt es sehr viel, die Umgebung, die Natur, aber ich denke mal, die Arbeit im Vergleich zu vielen anderen Berufen ist nicht nur idyllisch. Die ist schon sehr hart und sehr aufwendig. Und wenn man dann dazu vergleicht, was dabei finanziell ausschaut, dann darf man es eigentlich nicht machen. Das ist nicht sehr idyllisch, aber ich glaube, die Frage ist immer für mich auch die Frage, oder für meine Familie die Frage, was ist wichtig im Leben, was macht Sinn. Und ich denke, dass nicht allein nur viel Geld verdienen irgendwo in der weiten Welt Sinn machen muss, sondern es kann auch Sinn machen, dort zu leben, dort zu existieren, verbunden zu sein mit dem, was die Natur uns zu bieten hat. Das macht Spaß und das gibt auch Sinn.
Leilolo, Leilolo. Katharina Zirknitzer, genannt die Schoberin. Sie ist hier oben geboren, hat ihr Leben am Berg verbracht, 86 Jahre lang. Seit ihr Mann 1990 gestorben ist, lebt sie allein auf ihrem Hof. Das heißt aber nicht, dass sie einsam ist. Fast jeden Tag finden sich die Nachbarn ein. Wirtshaus gibt es nämlich keines in Rettenbach, auch keine Fremdenzimmer. Wenn man sich etwas zu erzählen hat, geht man eben zur Schoberin. Wenn man einmal so alt ist, muss man nicht mehr zu arbeiten. Dann muss man schauen, dass man selber eine Suppe da richtet. Da tut man nicht mehr arbeiten. Ich habe meine Mindestpension und komme mir leicht aus. Und ich zufrieden bin. Ich bin wohl zufrieden. Heute ist wohl eine gute Zeit. Aber die Leute sind aber heute auch noch nicht zufrieden. Sie möchten noch besser haben. Oh nein, früher hat man wohl anders gelebt gegen heute. Im Sommer, um 4 Uhr aufgestanden, in der Früh, dann hat man Geld eine Kuh gehabt zum Mehl. Dann hat man Frühstück gekocht. Und dann sofort der Feld gegangen mit der Sensen rein, ne? Und das ist vorgegangen, bis Mittag, dann wieder Mittag gekocht. Dann Nachmittag ist wieder Zeit heizen tun gewesen. Ja, und das ist der Tag rumgegangen. Denn ein Bauer ist wohl hart. Deswegen geht heim keiner mehr zum Bauer. Monika Ebner kommt aus dem Tal, hat einen Bergbauern geheiratet und 2 Kinder mit ihm. Unter der Woche arbeitet er im Tal und seine Frau kümmert sich um den Hof. Ihr Mann hat Glück gehabt. Viele Jungbauern hier heroben finden keine Frau. Bei uns selber auf dem Berg sind schon einige, die keine Frau haben, die sich wirklich auch nicht wünschen, denke ich mir. Wie man das Problem löst, weiß ich nicht. Auf alle Fälle sollen die Mädchen das sehen oder die Dirndlern das sehen. Man hat ja wohl viel selber. Es soll nicht heißen, dass man, wenn man einen Bauernhof hat, es gibt nur Arbeit, es gibt auch schöne Zeiten. Und das haben wir. Ich genieße die Natur und das ist für mich, ich bin ein freier Mensch als Bayerin. Das ist einfach, das ist schön. Und da tue ich nicht leider besorgen, es ist wirklich so. Jetzt im Winter ist weniger zu tun als im Sommer, wenn die Heumahd auf den steilen Bergwiesen alle Kräfte beansprucht. Aber auch im Winter könnte Frau Ebner die Arbeit allein nicht bewältigen. Die Altbauern helfen mit, wo sie nur können. Die Großfamilien sind intakt. Ihr Schwiegervater Franz Ebner ist seit seiner Jugend der Senner der Gemeinde. Es ist selber was zu tun. Man hilft den Haus oder halt den Stall gemeinsam zusammen. Dann ist aber ein bisschen Arbeit. Noch Anfang Juni geht es auf unsere eigene Alm. Da gehe ich dort mit dem Viech auf. Und nachher im Juli gehe ich noch auf die Hochalm mit unserem Viech. Als junger Bub zum Schafhirten und zum Viechhirten. Und für das habe ich klar ein bisschen eine Begabung und ein bisschen Ruhe. So viel Zeit haben wir auch noch als Rentner. Sie haben wir eh und sonst das Beste arbeiten und dienen viel. Das Arbeiten ist gesund. Rettenbach ist eine der wenigen Gemeinden Österreichs mit einer einklassigen Volksschule. Bis zu 20 Minuten Fußmarsch über die Hänge legen die Kinder bei jedem Wetter zurück. 8 Schüler zwischen 6 und 10 Jahren sind es derzeit. Früher, vor 2 Generationen, waren es noch über 40. Das Besondere da herum, ja, ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Die Kinder sind
bodenständiger. Wenn sie heimgehen, dann brauchen sie oft eineinhalb Stunden haben, nur weil sie dort noch einen Baum sehen und schaut aus, noch ein Schmetterling. Also die sind irrsinnige Beobachter. Und sie haben einen anderen Zugang zur Natur. Sie wissen viel mehr Sachen, weil sie wirklich Kontakt haben zu den einzelnen Tieren. Alle Kinder kriegen Essen, jede Blume trinkt von dir. Auch unsere Schule hast du nicht vergessen, lieber Gott, wir danken dir. Guten Morgen. Guten Morgen. Mama, Mama. Willst du auch? Komm her, komm her. Hey. Einmal im Jahr, knapp vor Weihnachten, schlachtet Franz Zirknitzer, vulgo Hanslerbauer, zwei Schweine für den Eigenbedarf. Ein Nachbar, der das Handwerk des Schlachters von seinem Vater gelernt hat, hilft mit. Denn Schlachten ist kein Fest, sondern Schwerarbeit. Die Bäuerin hat die Schweine aufgezogen und täglich gefüttert. Jetzt achtet sie darauf, dass die Tiere nicht in Panik geraten. Leute! Leute, wo bin ich Leute, jo? Leute, wo bin ich Leute, jo? Leute, wo bin ich Leute, jo? Wo bin ich Leute, jo? Wo bin ich Leute, jo? Eigentlich nur mehr für den Eigenverbrauch, weil es ist ja so, den Preis kann man fast nicht weitergeben, muss man doch selber, weil das ziehen die Schweine noch mit Heilblumen auf. Und das ist natürlich schon was Neues noch, weil die Heint, die in der Moststelle sind, die haben ja, die kriegen nichts mehr als das blanke Mostfutter. So ist das halt meines Erachtens schon ein großer Unterschied, was da produziert wird. Yeah.
Birgit Ehrenfried ist seit 1997 die Lehrerin und Direktorin der Schule Rettenbach und trotz ihrer Jugend eine Autorität am Berg. Die Kinder haben noch andere Werte einfach. Und das wird freilich von daheim aus natürlich vermittelt. Die erzählen so viel, wie es ihnen geht und sie sind so zutraulich, da gibt es nichts Freches. Die sind wirklich super. Ich bin irrsinnig glücklich eigentlich, mit seinen Kindern arbeiten zu können. Da setze ich mich heuer einen braven Krampus mitgenommen. Dann tut euch nichts, braucht keine Angst haben. So, da endet, ja. Der Pichlerwastl erzählt von seinen Reisen in die Welt. Wo ich war? Ich war in Klagenfurt, ich war in Graz, ich war in Spital und Linz und in Winklern und in Merzschach und in Della und in Heiligen Blut und da war ich halt. Viel weiter nicht. Puli, 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 Puli. Urlaub sind wir nicht gewohnt. Das ist ja ganz gleich, ob ich einen Urlaub genießt oder nicht. Weil schließlich ist wieder zu arbeiten und wohin fahren, du musst ja echt wieder heimfahren. Und du hast einen Haufen verbrauchen und der schadet den Besitz. Jeder Schilling wird dreimal umgedreht, bevor er ausgegeben wird. Und jede Arbeit, die man selbst tun kann, ist verdientes Geld. Das Bauernvolk ist so eingestellt, das hört von Arbeiten nicht so schnell auf. Die Arbeiten, die halt nie fertig für die Arbeit. Wir leben jetzt schon besser, ohne Zweifel. Aber der Wohlstand bringt Unzufriedenheit auch. Das ist das Furchtbare. Die Leute sind praktisch nicht so genügsam als das Viech. Na, Viech, sei es genügsamer. Sage, entwickelt sich sehr, wenn es genug zu fressen hat. Und, aber die Menschen, die heben und lumpern und alle tanzen so. Ja. So ist das. Der Mensch vertrocknet alles. Na? Das ist ja so. Dreimal pro Woche holt die Schoberin von der Hanslerbäuerin eine Kanne Milch. Denn eigenes Vieh hat sie keines mehr. Ja, Roman. Ja. Hast du es hier? Hast du sie passen? So. 20 Minuten braucht sie für den Weg hin, 20 zurück. Dazwischen gibt es einen kleinen Plausch. Ja, morgen. Und das eisig war jetzt, oder? Ja, da oben her. Echt? Da ist schon leise. Da haben wir auch Sommer gehabt. Regina Zirknitzer und ihr Mann sind nach dem Beitritt Österreichs zur EU Biobauern geworden. Damals sind sie auf Milchwirtschaft umgestiegen. Jeden Tag liefert die Bäuerin ihr Kontingent ab. Für den Hausgebrauch und für die Schoberin bleibt meist genug über. Auch für die eigene Butter. So. So. Jetzt haben wir mal wieder Milch. Thank you.
ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass mir das Leben da am Bauernhof sehr viel Sicherheit gibt. Ich fühle mich da geborgen da herum, tue mein freies Leben. Ich bin auch auf dem Bauernhof aufgewachsen und meine Mutter hat auch ziemlich viel selber hergestellt. Und da ich war eigentlich zu Hause, haben auch viel mitgeholfen und das hat mich eigentlich damals schon begeistert, dass sie das alles selber herstellt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich auch mal zu einem Bauer kommen sollte, dann will ich das auch machen. Also. Ja, rein von Rechnen brauchen wir da nicht, ne? Weil das geht sich sicher nicht aus, aber mir ist das eigene Produkt wertvoll. Das ist für mich das Wichtigste. Der Altbauer Josef Pichler auf dem Weg zu seinem Heustadel. Alle 4 Wochen geht er hinauf, um das Futter für sein Vieh hinunterzuschaffen. Bis in die 80er Jahre musste er täglich 2-mal hinauf, bei jedem Wetter. Denn damals blieben seine Kühe auch im Winter hier oben und mussten gefüttert und gemolken werden. Seit sein Hof mit Strom versorgt ist, hat der Pichler eine Materialseilbahn und kann sein Heu hinuntertransportieren. Die tägliche winterliche Plackerei ist vorbei, aber unvergessen. Im Winter bin ich aufgegangen, viel versorgen. Ja, in der Früh um 6 Uhr aufgehen und nachher mit der Laterne die Nacht. Im Winter ist um 6 Uhr. Die Nacht dann nachher um 5 Uhr, um 4:30 gehen und nachher hin und her mit der Laterne. Und das ist immer die beste Nacht gewesen. Und kein Strom mit. Der Jungbauer Josef Pichler ist heute 38 Jahre alt und noch immer unverheiratet. Unfreiwillig. Sein Bruder lebt als Computerfachmann in Klagenfurt. Aber der Franz soll und will den Hof übernehmen. Wie er aber hier ohne Frau leben soll, wenn sein Vater nicht mehr mitarbeiten kann, darüber spricht er lieber nicht. In der Woche vor dem ersten Advent treffen sich einige Frauen auf dem Hof des Religionslehrers beim gemeinsamen Kranzbinden. Darauf freuen sie sich den ganzen Herbst, denn sie haben nicht viel Gelegenheit, ohne Männer unter sich zu sein. Noch dazu steht Weihnachten vor der Tür. Hier oben ist der Advent noch immer die stillste Zeit im Jahr, ohne großen Arbeitsdruck. Zeit für Handarbeiten, Plaudern, Zeit für sich selbst. Ich habe sie total falsch erzogen. Ich weiß nicht, ob das rein für die Erziehung her ist. Das ist Typsache, sag ich.
Die Männer treffen sich bei der Schoberin auf ein Bier und einen Schnapstee. Wenn der Pfarrer aus Winklern einmal pro Monat für die Messe heraufkommt, ist er selbstverständlich dabei. Pfarrer Ernst Windpichler kennt das Leben der Menschen hier aus eigenem Erleben. Er kommt aus dem Lesachtal und stammt selbst aus einer Bergbauernfamilie. Ich glaube, man wird ein eigener Menschenschlag mit der Zeit, einfach durch die ganzen Umwelteinflüsse. Und wer sich nicht bewährt und wer da nicht kämpft, der hält es eh nicht aus. Und der wandert eh ab. Und wer es aushaltet, der muss einfach die Bedingungen auf sich nehmen, die da sein. Und ich glaube, das prägt die Leute einfach ein bisschen danach. Das war ganz brav. Hey. Willst du versprechen, nächstes Jahr dich zu bessern? Ja. Dann brauchst du direkt keine Angst mehr haben vor dem Campus. Ja. Außer! Die stillste Zeit im Jahr kennt eine laute Nacht, vor der sich alle Kinder fürchten. Denn am 5. Dezember kommt der Krampus. Je später der Abend, umso wilder die Stimmung. Und geh von Haus zu Haus. Ich schau, ob alle Kinder brav gewesen sind. Seid ihr auch brav gewesen, oder? Bist du so brav, wie man sagt, ha? Nicht so wirklich, ha? Aber wenn man nochmal aufzurocken bleibt. Und wie heißt du? Christina. Hey, Christina. Kopfzeichen haben wir aber vergessen. Und dafür kriegt ihr jetzt ein Geschenk von mir. Ja, super, danke. Thank you.
Dritter Advent. Die Schoberin ist die Mesnerin von Rettenbach und läutet zweimal täglich zum Gebet. Zu Mittag und am Abend. Und einmal im Monat zur Messe, wenn der Pfarrer da ist. So wie heute. Der Hanslerbauer und sein Freund Thomas Ploner bei einem seltenen Sonntagsvergnügen, der Gamsjagd. Eine Gams pro Jahr steht jedem Jäger zu. Sie steigen auf über 2000 Meter, bevor sie die ersten Gämsen sichten. Links die Stampe. Das schaut gar nicht schlecht aus. Ja, das ist ja nicht zuletzt. Mal ein bisschen warten, vielleicht wechselt es ein bisschen her aus. Da. Ja. Sonst kriegen wir es ja sowieso nicht. Na. Du durch alle Angst und Not fährt uns daher zum Leben. In der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es wirklich. So dürfen wir voll Vertrauen und voll Dankbarkeit zu Gott Vater sein, so beten wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, sei im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Schau, du schon mal etwas. Du schon das ein. Schau. Ja. Du musst jetzt noch streichen. Wir gehen. Ja, trink mal noch einen Schnapsel. Ne? Ein Schnapsel, so. Meinst du? Ja. Das ist ja nichts so. Leid. Weil wir einen Schnaps verliert haben, ne? So weit man Seil. Was Dank. Ah, gut, Schnapsel das. So, ich bin da wie Eil. Dumbo, ja, Kinder, her. Der Gemeindestier Dumbo bei seiner einzigen Pflicht, dem Decken einer Kuh. Keine leichte Aufgabe für den behäbigen Dumbo, bei dem Vater und Sohn Sundinger aus Leibeskräften beistehen müssen. Nein. Jo. Ja, warte mal. Wir müssen mal nochmal probieren. Nein. Geh ruhig, Hannes. Geh mal. Geh mal. Hopp, 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 hopp. Fein für die Nacht gerade. Tor. Tor ist er. Wo ist das Tor? Da steht er. Tor? Ja. Aber das ist ein Buckling. Da kommt er her.
Die Kuh bekommt eine Fuhre Mist untergelegt, um Dumbo die Arbeit zu erleichtern. Was? So sehr der Hanslerbauer das Leben hier oben liebt, er weiß genau, dass die Zeiten für die nächste Generation nicht die besten sein werden. Ich habe keinen Beruf erlernt, bin daheim als Bauer, schon als grundsätzliches Bauer eingesetzt worden und ich habe keinen Beruf erlernen dürfen, von daheim aus. Ich muss aber ehrlich sagen, mein Heim, mein Kind, das, mein Sohn, ich hoffe, dass es daheim eine Hilfe übernimmt. Ich hoffe schon, dass einen Beruf lasse ich ihn sicher lernen. Wo es da jetzt noch ein Wert weiterhin, das kann man überhaupt nicht sagen. Also das, glaube ich, das ist heute so eine schnelllebige Zeit. Du weißt echt nicht, wo es da wäre. Nicht? So ist meine Meinung. Nicht? Jetzt gehen wir nach Hause. Na, lass das bitte mal, das interessiert mich eh, weil oben haben wir ja das. Warte mal, jetzt gehen wir zurück. Wir haben keine einzige Ratte mehr gesehen. Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Bekämpfung. Schade ist aber, dass das nicht ist, also dass nicht drin steht, wie das. Nach der Stallarbeit wird im Internet gesurft. Seit 1996 hat Gerlinde Rieslecker einen Internetanschluss. Aber mir macht das Adventkranzbinden Spaß, mir macht zum Beispiel das Butterieren Spaß, genauso wie der Computer. Zum Beispiel haben wir jetzt einmal der Hillary Clinton eine E-Mail geschickt, weil sie als Frau uns gefällt und dann haben wir ihnen berichtet, wie es bei uns da ist, dass, halt, dass es halt so schön war und dass sie uns wieder mal nach Österreich kommen sollte und dass bei uns schon Schnee liegt, dass wir sie einladen zum Skifahren in Kärnten. Das haben wir ihnen geschrieben. Dann wollen wir wechseln, oder? Oder? Na doch, darf ich zeigen. Kannst du dann wechseln? Thank you.
Bernie. 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 Jo. Jo. Bernie. Bernie. Die Frage ist immer, was ist wichtig im Leben, was macht Sinn? Und ich denke, dass ich da auch nur viel Geld verdienen, irgendwo in der weiten Welt, Sinn machen muss, sondern es kann auch Sinn machen, dort zu leben, dort zu existieren, verbunden zu sein mit dem, was die Natur uns zu bieten hat. Das macht Spaß und das gibt auch Sinn.